Du bist noch auf der Suche nach einem leckeren Grillsalat, dann habe ich hier was für dich, denn dieser gegrillte Zucchini-Salat ist einfach mua. Und super einfach zu machen und ich zeige euch, wie es geht. Wir brauchen Zucchini, die wir in Scheibchen schneiden und dann auf den Grill fetzen. Also erstmal Zucchini in feine Scheiben schneiden und mit etwas Salz, Pfeffer sowie Olivenöl kombinieren. Danach halbieren wir ein paar Cherrytomaten, schneiden eine Zwiebel und hacken den Knoblauch so fein wie möglich. Jetzt geben wir unsere Zucchini-Scheiben auf einen Grill und grillen sie von beiden Seiten für ca. 5 bis 10 Minuten ordentlich an. So sollten sie dann aussehen. Jetzt nur noch die gegrillten Zucchinis mit den restlichen Zutaten kombinieren. Die stehen alle in der Beschreibung und fertig ist euer Grillsalat.